Willkommen zu dieser Runde der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft. 2013 kämpft hier mit einem Dragon-Ruler-Deck gegen 2017, welcher ein Dino-Deck spielt. 2013 legt vor und holt sich direkt den Blaster, welchen wir schon in den vorherigen Duellen von 2013 mehr als einmal gesehen haben. So, 2013 aber aktiviert auch den Effekt von einem dieser kleinen Drachen, um sich so einen der größeren holen zu können und hat damit gleich zwei Level 7 Monster auf dem Feld, welche er nun benutzen kann, um ein XYZ-Monster zu holen. Weil beide Monster verschwinden nach der Endphase des Gegners wieder, weil die auch spezial beschworen wurden. Dieses XYZ-Monster, also der Mecha Phantom Beast, allerdings nicht. Der bleibt da. Nutzt auch gleich seinen Effekt, um zwei Tokens zu holen, welche den Mecha Phantom Beast vor Zerstörung durch beides Kampf und Effekte beschützt. Solange diese Tokens also auf dem Feld liegen, kann der Mecha Phantom Beast nicht zerstört werden. 2017 ist dran, hat eine sehr gute Hand, so wie es aussieht. Holt sich jetzt eine Spielfeldzauberkarte. Mit Lost World kann er mehr arbeiten, wenn er mehr Dinos auf der Hand hat, und mit dem Draconic Diagramm mehr, wenn er True King Monster auf dem Feld hat. Oder in seiner Hand, besser gesagt. Und beschwört den Soul Eating Ovia Raptor, mit welchem er immer seine Züge normalerweise beginnt. Da sehen wir jetzt einen Token, der durch die Lost World erschienen ist, und holt sich den Ultimate Tyranno auf seiner Hand, die wohl wichtigste Karte in seinem Deck. Okay, holt sich direkt einen weiteren Dino. Den Miskelansosaurus. So, den Ultimate Tyranno kann er noch nicht holen, weil er zwei Dinos auf dem Friedhof braucht. Er hat aktuell noch keine. Okay, jetzt holt er sich den True King, mit welchem er zwei Erdemonster, vorzugsweise, auf den Friedhof legen kann. Es geht aber auch nur mit einem Erdemonster und einem weiteren Monster, was er auch jetzt getan hat. Und praktischerweise hat er dafür den Petitier-Randon genommen, welcher, wenn er zerstört wird, ebenfalls seinen Effekt aktiviert und es erlaubt, einen Monster-Spezial zu beschwören. Was wir gleich sehen sollten. Da. Er darf allerdings in dieser Runde noch nicht angreifen. So, nun, weil er zwei Dino-Monster auf dem Friedhof hat, da sehen wir die beiden, kann er nun sich den Ultimate Tyranno holen. Schaut, Alter, schaut euch mal dieses Feld an. Drei sehr starke Monster hat er sich in der ersten Runde direkt geholt. Das ist sein erster Zug. Und ja, also aktiviert jetzt den Effekt vom Tyranno und hier legt er mit dem Philanthropus auf den Friedhof, um so alle Monster des Gegners in Verteidigung zu drehen. Der Grund, warum er das macht, ist, weil der Tyranno jedes Mal ein Monster in Verteidigung angreifen kann und dann immer 1000 Schaden verursacht, egal wie hoch die Verteidigung des Monsters sind. So, jetzt zerstört er alle Monster von 2013. Deswegen hat er auch vorhin den Token vom Lost World gespielt, das, diese Eier da, damit er die Tyranno auch auf deren Effekt anwenden kann, um nochmal 1000 Schaden zu verursachen. Und jetzt nochmal direkter Angriff vom True King, nochmal 2000 Schaden direkt. Wenn er jetzt mit dem Kaiju angreifen könnte, hätte er jetzt mit seinem ersten Zug gewonnen. Und das ohne selbst Schaden zu kassieren. Uhuhu. Also das war ein heftiger Einstieg. Da muss 2013 jetzt was rausholen. Okay. Weil er für den Max C gespielt hat, hat er jetzt einige Karten auf der Hand. Hauptsächlich Zauberkarten allerdings. Okay. 2017 zerstört die gesetzte Karte sofort. Die Vanity Emptiness. So, es muss ja die Drachen auf seinem Friedhof benutzen, um irgendwie weiterzumachen, aber das sieht generell sehr schlecht aus gerade. Die Zauberkarten können ihm auch nur begrenzt helfen. Also er braucht jetzt einen XYZ-Monster, ganz dringend. Der Blaster reicht nicht aus. Generell reichen nur sehr wenige seiner Drachen aus, um allein den Kaiju zu besiegen, schweige denn der Ultimate Tyranno, welcher ja deutlich die größere Gefahr ist. So, kann sich jetzt den Blaster holen. Und weil er eben sein Drachenmonster verbannt hat, kann er sich wiederum passende Drachenmonster aus seinem Deck ausgraben, weil es deren Effekte erlaubt. Da sehen wir die Auswahl. Er holt sich einen großen und noch einen großen. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Er hätte sich wenigstens einen kleinen nehmen können, damit er deren Effekt aktivieren kann, um so einen weiteren Drachen zu beschwören. Jetzt nur mit den großen in der Hand kann er nicht viel anfangen. Er braucht noch mindestens einen kleinen.
Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler. Das hätte er nicht machen dürfen. Das ist ganz schlecht. Okay, er verdeckt den Kaiju. Die Sache ist, im Ultimate Tyranno, der hat auch eine zu hohe Verteidigung, wie man hier sehen kann. Das heißt, ihn zu verdecken bringt da nichts. Nicht gut. Also, den True King kann er zwar jetzt doch mal bieten, aber der Ultimate Tyranno, der wird ihn dann zerstören und dann hat der True King freie Fahrt. Und dann hat 2013 diese Runde verloren. Ich glaube, das war's. 2017 muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ja, jetzt kann er sogar die Karte benutzen, um den Tyranno. Ja, genau, das macht er jetzt auch. Ah, okay. Interessant. Er negiert den Effekt im Tyranno, damit der Blaster von 2013 nicht verdeckt wird. Ja, aber gut, aber wir sehen hier, das reicht trotzdem nicht. Genau, ich hatte der Druck gegen freie Fahrt, direkte Angriff und gewinnt die Runde. Das war ein heftiger Start von 2017. Er hat dieses Geld fast ohne Schaden durchgekriegt. Was für ein Zug das auf einmal war. Sein erster Zug und dann hat sich direkt schon den Sieg geholt. Also wenn das nicht eindeutig war, weiß ich auch nicht. Sieg für 2017. Sind wir in der zweiten Runde. 2017 legt vor und macht nicht viel, außer ein Monster zu setzen. 2013 wieder. Hat also nicht sofort auf einen Schlag drei Monster geholt. So. 2013, ihm wurde ein Effekt verweigert. So, jetzt aktiviert er den Effekt vom kleinen Drachen, um sich einen größeren zu holen. Was er auch letzte Runde hätte machen sollen. 2017 reagiert rechtzeitig und spielt Max C. So, und jetzt kann er auch den Effekt eines der größeren Drachen benutzen. Er muss jetzt zwei verbannen und kann dann ihn spezial beschwören, um ihn als Material für eine X-Z-Beschwörung zu verwenden. So, welchen nimmt er? Okay, wieder den Mecha Phantom Beast. Big Eye hätte er vielleicht auch nehmen können, aber gut, Mecha Phantom Beast ist doch eine gute Wahl. Mit den Tokens, die er da beschwören kann und sich unverwundbar macht. Diese Tokens können ja auch im Notfall als Tribut verwendet werden. Also mit denen hat man auf jeden Fall sehr viel Möglichkeiten. So, der Yangqing aktiviert seinen Effekt und kann direkt einen anderen aus dem Deck heraufbeschwören in die Verteidigungsposition. Und das so lange, wie 2017 Yangqing in seinem Deck hat. So, da sehen wir es. Jetzt sehen wir den dritten sogar schon. Also er hat damit eine sehr gute Verteidigung mit nur einer einzigen Karte. 2017 ist es auch dran und wegen Max C hat er eine ganz pralle Hand. Kann sich jetzt den Soul Eating Oviraptor holen, mit dem er seine Kombo startet. Und doch einen weiteren Skelanzosaurus. Eine sehr pralle Hand. Wir sehen hier auch den Truking Lightswarm, den wir auch in der letzten Runde gesehen haben. Und den Ultimate Tyranno jetzt auf seiner Hand, genauso wie in der letzten Runde. Das heißt, wenn er jetzt genauso vorgeht wie in der letzten Runde, sollte er sich auf jeden Fall eine Siegesposition sichern. In seinem zweiten Zug wohl bemerkt. So, ja genau, jetzt. Ja genau, jetzt spielt er den Druckhin genauso wie in der letzten Runde. Er benutzt sogar den PTT-Randon, genau wie in der letzten Runde, um so gleich wahrscheinlich den Kaiju zu holen. Genau. Den Drogan, der Mad Flame Kaiju. Weil er jetzt genug Dinos auf dem Friedhof hat, kann er sich den Ultimate Tyranno holen und hat damit das ganze Feld voll gemacht. Alle Monsterfelder sind jetzt voll mit sehr starken Monstern. So, jetzt will er den Effekt aktivieren. Er wollte den... Okay, das ist interessant. Er will den Miskelanzosaurus aus seiner Hand behalten und benutzt dafür einen Yangqing als eben Material für diesen Effekt vom Tyranno. Und weil der Yangqing eben zerstört wurde, kann er sich sofort einen weiteren aus dem Deck herausholen. Und macht jetzt hier genau dasselbe. Er hämmert jetzt sich durch die Verteidigung. Ja, 2013 hätte ich vielleicht doch nicht den Mecha Phantom Beast spielen sollen. Eben wegen dem Tyranno. Jetzt direkt. Und damit gewinnt 2017 diese Runde! Ein sauberer Sieg. Generell das ganze Spiel für heute.
Damit zieht 2017 ins Halbfinale und 2013 fliegt raus. Also noch eindeutiger kann man so ein Duell, glaube ich, nicht gewinnen. Ganz klarer Sieg für 2017. Und das war diese Runde der Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft 2017, hat dieses Spiel gewonnen. Bleiben Sie dran und abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie die weiteren Duelle nicht verpassen wollen. Und die Veranstaltung bedankt sich fürs Zuschauen.